office is first to the ball at the near post. Drove home a half chance in the penalty area. The success story continues. Like the same old story when George Kamantarakis discovered his gold cross was met by Ronald Siali. Supersport have had a difficult season, but they seem to be Mr. Chatsworth Pleasure Dome last week and took an early lead through Rangers Old Boy to his old stamping ground. And when Johnson parried Ronald Lawrence's shot, it was Kamantarakis' clearance. Tilly wins the ball and Salmon fails to connect, but George Kamantarakis gets a little touch to it. Played back in the air. Siali, Kamantarakis, he's got it! Who took the lead through George Kamantarakis in their final fixture of the Premiership this season against Val Professional. Klappt sogar der Aussen wunderbar eingesetzt vom Thomas Häberli, der Kamantarakis, und tatsächlich der Ball prallig definitiv Basel via Luzern noch mehr jetzt gefordert. Kamantarakis, der Folletti läuft draußen. Viel zu gemächlich rausgelaufen, der Luzern. Blockade könnte ich haben wegen seinem Bänderriss. Sehr guter Basti von Murat Yakin. Ich glaube, das ist genau das, was sich der Christian Gross von ihm erhofft. Kamantarakis, Kamantarakis, da mal zweite Chance, verstolpert der Ball. Kamantarakis nochmal. Und das sind die Möbel für den FC Basel. Da die erste Gelegenheit. Ah, das ist bereits die dritte Szene. Ja, man sieht leider nur noch die Vollendung, das ist natürlich ein grosser Fehler vorausgegangen. Seit neu in der 43. Minute das herrliche Goal vom Kamantarakis, ich glaube auch noch Vukic. Das war ein herrliches Durchspiel, Weiss, Vukic, Kamantarakis. Das war ein fantastischer Spielzug, wo der George gerade abzieht am 16. Das ist sicher eine Stärke, die ihn auszeichnet. Aus dem Fußgelenk hat er den Abzug überraschend für Erik Bedan. Weil das eine Verknüpfung von Fehlern. Wir haben ein Engagement des Gardiens. Ensuite, Stéphane Wolf a un petit peu court sur la longue passe, qui est une super passe. Hein. Voilà. Il y a une mauvaise couverture aussi dans la diagonale. Et quand George, comme un Karakis, il finit l'action super bien. Et d'abord, la passe, là, on doit mieux. D'abord, mieux évaluer la trajectoire de la balle. Okay, surtout la couverture de Jean-Noël derrière. Der die krummsten Dinge reinhaut im Strafraum. Kamantarakis zum ersten, Kamantarakis zum zweiten. 1-0 für den FC Luzern. Und diesmal hat das Ganze Folgen. Luzern führte nach 21 Minuten und das verdient. Und gleich bricht Chaos aus. Kamantarakis Latte und dann Samba auf der Linie mit den Händen, so quasi als Goalie. Rot für Samba und gar Penalty für den FC Luzern. 73. Minute, Kamantarakis, was für ein Schüsschen, kläglich der Südafrikaner. Zwei Chancen. Vukic auf Kamantarakis, der andere Südafrikaner. Das Spiel nun auch abwechselnd. Kamantarakis an den Pfosten, er versuchte alles, aber das Duell gegen seinen Landsmann Bartlett ging verloren. Geronimo kassierte heute kein Tor und Zürich feierte den ersten Sieg in der Finalrunde. Entschieden noch einmal Luzern. Stepanovic sah Kamantarakis, der sich gut von seinem Gegenspieler Hoddl gelöst hatte, das Ehrentor für Luzern, immerhin das 1:3, das Schlussresultat aus Luzerner Sicht. Luzern konnte dem FC Zürich zu keiner Zeit wirklich Paroli bieten und ist wenigstens resultatmäßig mit einem blauen Auge davongekommen. Nazi-Comeback nochmals besser. Kamantarakis, die reelle Ausgleichschance für die Luzerner nach rund 70 Spielminuten. Erstaunlich, wie Weiss hier noch leichtfüßig zum Flanken kam. Luzern reagierte sofort, eine Minute nach dem GC-Treffer. Kögel setzte sich durch. Und Kamantarakis, der beste Luzerner Torschütze, vergab aus sehr vielversprechender Position. Luzerns großes Problem auf dem Spielfeld, wohlbemerkt, bleibt die Effizienz auch in dieser Szene. Für Luzerns Torhüter Courvoisier ein weiterer Abschlag, das war
angeraten auf diesem Boden. Kumantarakis 1:0 nach 12 Minuten. Das 9. Saisontor von George Kumantarakis vor 4.900 begeisterten Zuschauern auf der Almend. Und wir schauen uns an, was da genau passiert ist. Kumantarakis im Clinch, Zellwegers Rückgabe mit dem Kopf zu kurz, Alder geschlagen. Zellwegers Abwehr auf Lubamba. Kumantarakis im Nachschuss und im dritten Versuch war der Ball dann. Das ist ein typisches Goal für den FC Basel. Die beiden Trainer, Gross und Latour, haben sich gerade gratuliert. Eine Standardsituation eingeübt. Und das können wir jetzt noch einmal anschauen. Typischer Ball auf den Kumantarakis. Kumantarakis leitet sich gegen innen, setzt den Ellbogen ein, er lässt sich gut durch, der Hucker. Und der Savic, sehr schönes Lattenkreuz. Der Raff, wunderschön, da sehen wir es vielleicht noch einmal mit der Hacke, hat er übergelegt. Schön ausserisch, Lattenkreuz. Ein typisches Basel-Goal, sehr, sehr schön und an und für sich. Aufgrund der ersten 20, 25 Minuten auch nicht unverdient. Das ist vorne ausgedrückt. Ich würde sogar sagen, es ist hochverdient, noch unentschieden. Kumantarakis mit dem Gravero. Güntensbergers Verlängerung mit dem Kopf und Kumantarakis mit der Führung für den FC Basel. George Kumantarakis mit einem Beweis für seine Torjägerqualitäten. 1:0 führte der Favorit nach 25 Minuten. Wo sie vor der Pause aufgehört hatte. Güner auf Kumantarakis, 0:3. Die 55. Minute. Der Jubel hielt sich bereits in sehr, sehr engen Grenzen. Denn die Basler wussten natürlich, genauso wie die Tessiner, das Ding ist gelaufen. Basel allerdings nicht. Basel dominierte wieder. Tolo. Kumantarakis und das 1:4 in der 75. Minute. George Kumantarakis mit seinem dritten Tor der Partie nach Vorarbeit von Didier. Auf. Bezeichnet dieser Fehler von Würens, Kumantarakis, aber wenigstens Torhüter Peter agierte meisterlich. Da zielte Kumantarakis ganz genau, aber auf der Linie ist Peter einer der besten Torhüter der Schweiz. Mario Cantaluzzi nicht näher gefragt waren Tore, Kumantarakis nahm sich das zu Herzen, aber wieder bewies Peter seine Klasse. Peters Kumantarakis profitierte von einem Fehler in der HSV-Abwehr 1:3. Der Ehrentreffer durch den griechischstämmigen Südafrikaner George Kumantarakis. Das Zuspiel kam vom eingewechselten Güner. Nächste Basler Chance, wieder Kumantarakis, nur noch 2:3. Ein herrlicher Treffer des Kopfballspezialisten und damit durften die Basler plötzlich wieder träumen. Aufs Hamburger Tor. Kumantarakis. Mit dem Ausgleich auf dem Fuß, das wäre nun wirklich das Tüpfelchen auf dem I gewesen. Immer noch führte der HSV. Flückiger auf Abwägen, Kumantarakis, der Anschlusstreffer in der 88. Minute. Und Kumantarakis, der Kämpfer, macht den Anschlusstreffer.
Es keimt der Hoffnung, allerdings nur... Der hatte Platz und Zeit für die Flanke. Cantalupi und Mazzarelli verpassten, Zellweger auch. Nicht aber Kumantarakis nach 35 Minuten die Basler Führung. Eine perfekte Flanke von Ceccaroni und nun der Fehler von Zellweger, der Kumantarakis das Tor ermöglichte. Und wieder ultra knapp Kumantarakis, die Basler gewannen die Duelle in der Luft, da waren sie klar überlegen. Und darum gingen sie mit einer verdienten 1-0-Führung in die Pause. Kreuzer, Kumantarakis, 2-0. Was für ein Start des FC Basel, so schnell lagen die Beppis noch nie mit zwei Längen in Front. Unglücklich die Abwehraktion von Butsche, hier und Kumantarakis mit Torriecher. Basel hatte alles im Griff, Lausanne, das seit 14 Spielen kam. Kumantarakis und Marco Pascolo, war ganz gefährlich die Aktion. George Kumantarakis traf aber den Ball nicht ganz wunschgemäß, wie Sie hier ganz gut sehen können. Aber die Tarakis, Güntensperger und Kumantarakis geht los. Kumantarakis, da ist der Ball drin, 27. Minute, der FC Basel führte mit 1-0. Güntensperger gewinnt den Luftkampf mit Stock Glaser und dann ist Kumantarakis schneller als Gonta, 1-0. Kumantarakis, oh, hat der einen kurzen Schaltweg. Kaum sieht er das Tor frei vor sich, da zuckt es einfach nur mal so. Und schon ist die Kugel drin und das Auswärtstor, von dem ich Ihnen eben berichtet habe, bereits Wirklichkeit geworden. Langer Abschlag, Pascal Zuberbühler, Spezialität des Goalies. Und dann der Ball zu Kumantarakis, kurz entschlossen, keine Chance für Butt. Panadic hat den Ball aufgelegt, unglücklich natürlich für Kumantarakis und natürlich steht er weit vor seinem Kasten. Wunderbarer Abgleich von Kumantarakis auf den Tolo. Absolutes Musterbeispiel für die Spielweise vom FC Basel. Abschlag Zuberbühler, Verlängerung Kumantarakis und dann eine hundertprozentige Chance, muss man dem sagen. Der Sebastian Barberis, Fahne vom Schiedsrichterassistent, ist sofort aufgekommen. Und wir haben gesehen, es stimmt korrekt, zwar sehr knapp. Jetzt heisst es geschafft. Und heisst, grosser GC, der 14 Nationalspiele in der Reihe hat, rausgeht. Kumantarakis gegen König. Und sicher ist er drin. 14-3.